Ja, also auch von mir nochmal, Olaf, vielen Dank für deine Ausführungen vorhin. Wir hatten gerade schon gleich ein bisschen diskutiert. Ich wollte da vielleicht zwei Punkte noch nachtragen oder ergänzen oder auch als Kritik vielleicht auch formulieren. Das eine ist, ich habe jetzt aktuell noch gelesen, dass der Iran erheblich mehr waffenfähiges Uran angereichert hat in der Zwischenzeit, nach Aussage der Internationalen Energiebehörde, und zwar nach deren Zählung etwa 23 Mal mehr abgereichertes Uran, als sie 2015 zu der damaligen Zeit verabredet hatten. Das sind ungefähr 4,8 Tonnen abgereichertes Uran. Rechnet man das mal spaßeshalber um, wie viel Atombomben lassen sich mit diesem abgereicherten Uran, also so waffenfähiges Uran ist es ja, wie viele Atombomben lassen sich damit bauen? Dann sind das mit einer Stärke von der Hiroshima-Bombe, wären das ca. 1600 Bomben, die man damit bauen könnte. Mit Verteidigung hat das genauso wenig zu tun wie die Atombewaffnung der Amerikaner oder eben aller anderen Länder, die hier Atomwaffen vorhalten als Massenvernichtungswaffen. Deshalb ist es auch richtig, diese Seite der Mullah Regierung, des Mullah-Regimes mit zu kritisieren, und sie wären ja in der Region neben Israel und Pakistan und Indien, wenn man das mal geografisch betrachtet, die nächste Atommacht, die dann hier im Zuge ihrer Konflikte, die da jetzt gerade sich weiter verschärfen, wären sie also auch in der Lage, mit Atombewaffnung dann entsprechend militärisch zu reagieren. Das Zweite, das muss man also kritisieren, aber man muss alle, finde ich, alle atombewaffnete Länder kritisieren. Ich bin dafür, für die Abschaffung aller Massenvernichtungswaffen weltweit, A, B und C. Die Menschheit hat in ihrer 6000-jährigen Geschichte von Kriegen immer unter Beweis gestellt, dass sie alle Waffentechnologien, wenn es zu einer Eskalation des Krieges gekommen ist, alle Waffentechnologien einsetzt, die ihr zur Verfügung standen. Das haben sie vor 2000, vor 3000, vor 4000 Jahren gemacht. Das haben sie auch hier im Zweiten Weltkrieg gemacht. Es sind alle Waffengattungen zum Einsatz gekommen. Und deshalb gehören diese Waffen generell weltweit abgeschafft. Da ist natürlich der Iran jetzt mit in der Kritik, das zu unterlassen. Das finde ich auf jeden Fall richtig. Und das Zweite, ich habe mir auch nochmal die aktuellen Wirtschaftszahlen angeguckt. Ich wollte diese Frage, ich finde das jetzt nicht falsch zu sagen, dass man diesen Handel nicht so unterstützt. Der Olaf hat es ja auch noch richtig bemerkt. Hier geht es der deutschen Wirtschaft nur darum, wo können sie die nächsten Profite generieren. Und sie gucken nicht, wie ist es auch zum Wohlergehen der Menschen dieses Landes. Und dieser Maßstab gilt hier eigentlich für keinen dieser Länder, weder für die USA noch für die deutsche Regierung schon alle Male nicht. Es war auch immer Tradition, so nur zu gucken, wo kann man Profite machen. Deutschland unterhält mit ganz vielen faschistischen Regierungen wirtschaftliche Beziehungen. Und da macht es auch im Zuge im Iran gar keinen großen Unterschied. Das Gesamthandelsvolumen aktuell zwischen Iran und Deutschland ist nicht mal 400 Millionen Euro groß. Wenn man mal eine Vorstellung hat, wie viel wert es eigentlich ist, zwei Länder, die fast gleich groß sind, 84 Millionen Einwohner, sowohl in Deutschland als auch im Iran. Die Stadt Münster mit 300.000 Einwohnern generiert einen Haushalt, ein Stadthaus, also nur die Steuern, die hier der Haushalt verausgabt, pro Jahr sind eine Milliarde Euro. Kleine Stadt wie Münster, die Bruttowertschöpfung der ganze Stadt ist unvergleichlich größer. Also dieser Betrag ist nicht sehr bedeutend für die ökonomische Wirtschaft. Und die Vorstellung, wenn man den Handel einstellt, gehen die Mullahs in die Knie, ist, glaube ich, finde man für mich, meiner Einschätzung nach, zu hoch gehängt. Ich finde das nicht falsch, sagen wir, lehnen alle wirtschaftlichen Beziehungen zum faschistischen Regime ab, auch die zum Iran, auf jeden Fall unterstützen. Aber die Vorstellung, dass deshalb die Mullahs in die Knie gehen können, da braucht es gerade noch ein bisschen was anderes. Und dann habe ich noch einen Punkt, den ich vortragen wollte, damit wir hier diese Proteste überhaupt durchführen können in der Weise. Nehmen wir hier demokratische Rechte wahr, die in Deutschland auch nicht immer selbstverständlich waren. Die sind vor allem im Wesentlichen erkämpft worden in der Folge des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Gegen Kaiserreich und Hitlerfaschismus haben wir jetzt diese demokratischen Rechte, die auch immer wieder neu erstritten und erkämpft werden müssen, auch in Deutschland. Wir haben aktuell so eine Entwicklung, die das auch deutlich macht. Darauf wollte ich jetzt nochmal hinweisen. Wir hatten hier letzte Woche beispielsweise am Donnerstag
eine Veranstaltung, wo sich auch Aktivisten der Iran-Solidarität daran beteiligt hatten. Da ging es nämlich um die Verschärfung des Asylrechts, ein demokratisches Grundrecht. Auch hier auf den Transparenten weisen wir darauf hin, dass Flucht weltweit ein Menschenrecht ist und dass es nicht eingeschränkt gehört. Und hier wurde vor letzter Woche daran erinnert, dass vor 30 Jahren das Asylrecht, das ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg verabredet wurde, dass dieses Recht hier weiter ausgehöhlt wurde, kontinuierlich bis auf den heutigen Tag. Jetzt hat es vor 14 Tagen einen Flüchtlingsgipfel gegeben, auch da gab es entsprechend viele Proteste. Und wir haben jetzt hier eine Situation, dass gegen eine gewisse Faschisierung, sag ich jetzt mal, das Hochpäppeln von faschistischen Organisationen in Deutschland, dass das weiter zunimmt, ja, und dass es zum Teil auch durch den Staat geschützt wird, dieses Auftreten. Und auch da regt sich jetzt Widerstand. Und heute aktuell, die Auseinandersetzung mit dieser letzten Generation, ja, da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, aber die Behandlung, die juristische und politische Behandlung dieses Themas ist auch unser Thema. Da verteidigen wir unsere demokratischen Rechte. Deshalb müssen wir das, finde ich, hier auch mit zum Thema machen. Und die Diskussion um die Lena E., die jetzt die Woche verurteilt worden sind. Da gibt es eine entsprechende Verlautbarung. Ich hatte die jetzt rausgesucht, aber ich wollte es jetzt doch nicht alles vorlesen, wird auch ein bisschen zu lang. Aber alles das zeigt, dass es auch in Deutschland hier einen ständigen Kampf darum gibt, diese demokratischen Rechte zu verteidigen, zu erhalten und zu erweitern. Die sind zum Teil auch eingeschränkt worden. Ja, und da gehört auch die ganze Frage der Flüchtlingspolitik dazu und eben der ganze antifaschistische Protest, der im Moment sehr vehement kriminalisiert wird. Verfolgt heute die Nachrichten, da war ja gestern noch ein Antrag bei irgendeinem Gericht, dass diese Proteste da zugelassen werden sollen. Aber auch das ist unser Thema hier, denn das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Iran-Situation, da geht es nicht um was anderes. Aber diese Rechte, die wir heute haben, sind auch im Kampf gegen den Faschismus durchgesetzt worden. Die gilt es auch hier in Deutschland weiter zu verteidigen, damit solche Versammlungen auch weiterhin möglich sind. Vielen Dank.